bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Erste Halbfinal, das ist das Bild vom Abend. Willisau verliert daheim gegen Chrieser bitterhoch 11 zu 22. Die Chance für einen Einzug ins Final damit pulverisiert, von den Fakten zerrieben. Doch noch positiv für unsere Region. Hergiswil gewinnt in Muri knapp 15 zu 17 und hat damit immer noch gute Chancen für einen ersten oder zweiten Platz. Mehr dazu seht ihr gerade in den Reportagen aus Muri in wenigen Augenblicken. Gar nicht nach Wunsch ist es für Willisau gelaufen. Der Freddy Imfanger, Sportchef, bringt es auf den Punkt. Die Mannschaft Chrieser so extrem ausgeglichen und extrem stark. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Da sind wir heute chancenlos gewesen, das müssen wir anerkennen. Grob gesagt, schon in der Pause war der Zug für Willisau abgefahren gewesen. 5 zu 12 für Chrieser. Willisau ist von Anfang an im Rückstand gelegen. Und praktisch Kampf um Kampf haben die Ostschweizer die Führung ausgebaut. Oder mit anderen Worten, von den 10 Kämpfen hat Chrieser 8 gewonnen. Ob es den Chrieser Trainer den Hugo Dietsche so hoch erwartet hat oder vor Verwunderung die Augen reibt? Nein, jetzt ist die Anspannung abgefallen. Und wir müssen ein bisschen die Augen reiben. Anspannung? Was haben Sie gedacht, als Sie hierher gekommen sind? Heute gewinnen wir. Oder sind Sie ein bisschen skeptisch gewesen? Das Ziel war immer, um im Halbfinale die Mannschaft optimal vorzubereiten und einzustellen. Und ich wusste, mit unserer Mannschaft kann man heute gewinnen. Aber ich habe immer gesehen, die vier Mannschaften sind eigentlich auf Augenhöhe. Wir sind gut vorbereitet heute hierher. Und nach der Aufstellung habe ich gesehen, wenn es gut läuft, dann kann man heute gewinnen mit 4-5 Punkten. Dass es ganz so gut gelaufen ist, ist natürlich optimal. Eben in der Höhle des Löwen bei den Lions. Mannschaft auf Augenhöhe. Heute haben sie darüber geschaut. Das Ganze ein deutliches Resultat. 11 zu 22. Sehr deutlich. 5 zu 12 in der Pause. Ist das schon gut für euch gelaufen? Ja, es ist von Anfang an optimal gelaufen. Die Leute sind gut fokussiert auf die Matte. Und es ist von Anfang an gut gelaufen. Wie habt ihr euch aufgestellt? Habt ihr alle zur Verfügung gehabt? Ja, wir haben Co-Ausfälle, Co-Verletzte, alle mal an Bord. Trotz guter Ausgangslage von Chrieser, ganz auf Sieg mussten die einheimischen Fans nicht müssen verzichten. Gewonnen haben die sicheren Wert. Der Marco Riesen hat gegen Jürg Hutter ein 5 zu 0 gebracht. Und der Andreas Reichmuth gegen Tobias Betschert ein 4 zu 0. Knapp an einem Sieg vorbeigeschrammt ist der Sami Scherer mit seinem 3 zu 3. Der Damian Dietsche hat dank höherer Einzuwertung geputzt. Was schwer wird, hat Freddy Infanger schon von Anfang an gewusst. Wir sind hierher gekommen und haben versucht, einen knappen Kampf zu machen. Weil wir haben gewusst, was passieren könnte.
wenn Kriesser alles hinter die Türe hält und ihre bestmögliche Aufstellung bringt. Von der Aufstellung von euch, könnt ihr optimal aufstellen oder gibt es noch Lücken? Wir haben in dem Sinne nicht optimal aufstellen, weil wir unsere Doppellizenzringer nicht zur Verfügung hatten. Die waren in ihren Vereinen im B-Finale. Und so sind wir mit 10 Willisauer, mit 10 Ringern, die das Willisau-Ringen gelehrt haben, in den Halbfinalkampf. Also echt Willisauer, ne? Echt Willisauer, 100% Willisau, Durchschnittsalter 22. Und schlussendlich hat er das auch natürlich das Ergebnis ein bisschen unterstützt. Ja. Das Ergebnis unterstützt, das Ergebnis verlangt Unterstützung. Jetzt erst recht, nächste Woche beim Halbfinal-Rückkampf in Kriesere. Zuschauerinnen und Zuschauer, und hier ein Kompliment an die Mitreisenden von Kriesere. Sie haben es geschafft, das ist voll und stetig zu machen. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.